Aber wir müssen unsere Vielfalt als Gemeinsamkeit und als Stärke begreifen. Hat oder wer sich informieren möchte, wer wir sind und wer sollte es zu irgendwelchen Problemen oder so kommen. Denkt, dass sein Weg der Beste ist. Das trennt uns. Dass wir hier gemeinsam zusammenstehen gegen rechts und für die Demokratie. Und da bin ich echt beeindruckt, muss ich sagen. Aber wie krass ist es bitte, dass zur selben Zeit ca. 400 Menschen im sächsischen Knauchau demonstriert haben? Wie krass ist es, dass hunderte Menschen im erzgebirgischen Aue oder im Waldheim auf den Straßen standen und dass obwohl in beiden Orten ein breiter extrem rechter Gegenprotest stattfand? Ich unterstütze diese Aktivitäten, die hier stattfinden. Ich freue mich, dass so viele Markkleebergerinnen und Markkleeberger hierher gekommen sind. Es ist ganz wichtig, dass wir zusammenhalten und gegen rechtes Gedankengut einstehen, Zusammenhalt zeigen, uns miteinander vernetzen und für unsere Gesellschaft, für ein friedliches Zusammenleben der Menschen auch in unserer Stadt kämpfen. Gegen den Faschismus, alle zusammen! Meine Forderung ist, dass wir uns alle im Sinne der Demokratie engagieren, andere Menschen tolerieren, aber gemeinsam nach Lösungen suchen und für unsere Demokratie einstehen und auch streiten. Ne? Also meine Forderung ist, dass die Markkleebergerinnen und Markkleeberger sich in dieser Richtung durchaus noch mehr engagieren können, wenngleich ich, muss ich ehrlich zugeben, begeistert bin über den Zuspruch dieser Kundgebung am heutigen Abend. Zum Kotzen, vielen Dank.